Kombüsenkrieg an der Nordsee. Nicole verlegt Italien ans Wattenmeer. Doch ihr Ventini ist zweigeteilt. Hier gibt's Italienisch, dort Heimatküche. Die Konkurrenz ist verwirrt. Sieht ein bisschen aus wie, ich finde, irgendwie der Frühstücksraum von einem Hotel. Und dann haben beide Lokalteile auch noch dieselbe Karte. Ich würde das generell trennen. Der Wohnzimmeratmosphäre, dem Wohnzimmerstyle einfach eine andere Speisekarte geben. Um die Konkurrenz jetzt noch zu überzeugen, muss das Essen doppelt gut sein. Hier haben wir unsere Pizza-Ecke. Wir waren heute in einem Restaurant, was seinen Weg noch nicht kennt. Kann Nicole den Abend retten? Also mein Herz ist schon im Moment fast in der Hose gewandert. Ich hoffe, es geht wieder nach oben. Mast und Schotbruch, wer holt sich an der Nordsee den Sieg? Bisher sind Viktor und Werner mit 35 Punkten oben auf. Doch Nicole möchte heute die Tabellenspitze entern. Dorum Neufeld, direkt am Wattenmeer. Hier befindet sich Nicoles Ventini, ein Restaurant für mediterrane und lokale Küche. Hallo, herzlich willkommen in unserem schönen Ventini. Kommt rein, ich zeige euch unser Restaurant. Aber gerne, der vordere Bereich bietet mediterranes Flair und Essen und soll vor allem eines sein, massentauglich. Dorum Neufeld ist ein Ferienpark, Kufstein-Ferienpark. Da befinden wir uns halt, da ist unser Restaurant und es lebt halt vom Tourismus. Und auf den ist das Ventini perfekt ausgerichtet. Hier sind wir jetzt in unserem Ventini, in dem vorderen Bereich. Das ist so ein bisschen Bistro-Style, weil wir da halt sehr viele Halbpensionsgäste, weil wir im Ferienpark sind. Wir bieten also für die Halbpensionsgäste hier unser Frühstücksbuffet an. Ist halt für die Familien halt hier vorne gedacht. Also wir bieten eine mediterran-italienische Küche an, also viele Pastagerichte. Und im hinteren Bereich ist es halt mehr ein bisschen gehobener. Mit dem hinteren Bereich meint sie ihren Landfeinraum. Er soll das Nordsee-Thema des Restaurants abdecken. Wir sind hier in unserem Landfein, in unserer guten Stube. Wie man ja sieht, ist das so ein bisschen separater abgegrenzt. Und passend zum Dekor gibt es auch extra einheimisch anmutende Speisen. Das sind halt spezielle Gerichte, hiesige Gerichte halt, vielleicht auch mal eine Entenbrust oder auch mal ein Lammgericht. Dass man auch was anderes aus mediterranen Kräutern machen kann als nur Pizza Pasta. Und deswegen bieten wir halt diese Landfeinküche. Von der Deko her sieht man es ja nun auch, die mein Mann macht. Dass es halt ein bisschen exklusiver eingedeckt ist halt. Es gibt halt, glaube ich, nichts Romantischeres, mit seinem Mann essen zu gehen in einem Raum, wo man dann wirklich das so ein bisschen separat hat. Und halt auch ein bisschen Ruhe, sich genießen lassen, schön bekochen lassen. Darauf freuen sich auch ihre Rivalen. Viktor und Guido haben sich diese Woche ein genaues Bild von Nicole gemacht. So eine witzige Frau, schnackt viel, hat immer gute Laune. Also jetzt vermute, das Restaurant wird nicht so auf sie jetzt abgestimmt sein, sondern eher auf die Touristenschiene. Ja, denke ich auch. Dann bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Aber ich vermute eher so, nicht rustikal. Ja, also lockerer halt, ne? Ja. Unkompliziert. Unkompliziert. Oh, das soll sich noch zeigen. In der Küche arbeiten je nach Saison bis zu 5 Personen. Doch was im Topf landet, bestimmt hier nur einer. Der freundliche Herr in der Küche, das ist mein Mann, der Inhaber vom Restaurant, meine gute Seele. Er ist halt derjenige in der Küche und ich bin halt diejenige vorne im Gastraum, die halt das hier präsentiert. Und wenn ich meinen Mann nicht hätte, dann würde es auch das Restaurant nicht geben. Vor 7 Jahren haben sie das Ventini eröffnet. So geteilt wie der Gastbereich ist die Küche aber nicht. Also unsere mediterrane Küche mit der Langküche passt halt in dem Sinne zusammen, dass wir halt den mediterranen Style da halt mit einbauen. Dass man halt einfach mal merkt, man kann auch aus hiesigen Gerichten halt auch ein bisschen was Mediterranes und ein bisschen was Lockeres und Leichtes machen. So hängt das dann zusammen. Nicole ist überzeugt, dass dieser Mix funktioniert. Die Messlatte legt sie sich daher selber sehr hoch. Wir werden gewinnen, weil wir die beste mediterrane Küche an der Nordsee haben. Da sind ihre Kontrahenten gespannt. Carsten und Werner wollen Nicole heute genau auf den Zahn fühlen. Also wenn Nicole werde ich heute mal besonders dabei beobachten, wie sie ihren Tisch oder ihr Restaurant darstellt, weil sie achtet immer auf Schnittblumen, sie achtet darauf, dass die Farben stimmen, auf was auf den Tischen vor sich geht. Das stimmt. Kurzer Rückblick. Ja, Tischdeko, sehr schön mit den Blumen. Man hätte es vielleicht auch sonst in so einem Körbchen packen können, das wäre für mich auch. Aber ich bin da immer so ein bisschen so, ne?
nackt auf dem Tisch. Ja, danke. Aber wir haben eine frische Blume. Eine schöne Blume, eine schöne Rose. Magst du wieder anfassen? Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie bestimmt heute Morgen schon irgendwo Blumen schneiden war. Da wette ich drauf. Ich denke mal, heute hat sie auch bestimmt ein schickes Kleid an. Ich freue mich schon auf sie. Ja. Zu Recht. Nicole hat sich rausgeputzt. Nur an ihrer inneren Ruhe muss sie noch arbeiten. Deine Hände zittern ja. Was ist los? Eieiei, sicher, dass es dir gut geht? Ein wenig aufgeregt. Musst du doch gar nicht sein. Die Kollegen sind bestimmt ganz lieb nach der knallharten Bewertung. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Ventini. Tritt ein und amüsiert euch. Machen wir. Dann rein mit euch. Mal sehen, ob ihr am Gastraum erkennt, was es heute zu essen gibt. Ah ja, Ventini. Okay. Aha. Mediterran. Mediterran. Sieht ein bisschen aus wie, ich finde, irgendwie der Frühstücksraum von einem Hotel. Ja. Vielleicht, weil es genau das ist? Was sagt ihr denn zur Deko? Ich fand eigentlich, dass das nicht unbedingt jetzt sie so repräsentiert. Ja, ist ja sehr neutral. Nicht viel Maritimes, bis auf die Bilder, würde ich sagen. Das ist sehr schlicht und aufgeräumt. Ja. Genau das, was sie bei anderen vorher kritisiert hatte. Oh. Es ist halt, fühle ich mich jetzt nicht in so einem Restaurant, was hier am Wasser liegt. Ja, es hätte auch in München oder Hamburg sein können. Ja. Also hat jetzt nichts mit Nordsee. Nee. Das könnte daran liegen, dass das zweite Lokalthema Nordsee nur im Nebenraum zu finden ist. Na, jetzt zufrieden? Auf jeden Fall ist dieses Zimmer etwas maritimer, aber auch wirklich nur von den Farben, finde ich. Und von dem Bild. Ein Bild. Sicher? Schaut mal genau hin. Nicoles Mann hat sich so viel Mühe gegeben. Doch, ein Fisch hängt da an der Wand. Wo denn? Aber so, ja, da vorne. Da. Also ich will zum Beispiel so ein Windlicht reinstellen. Die haben hier auch einen Leuchtturm am Wasser, haben wir vorhin gesehen. Vielleicht den halt etwas kleiner hier irgendwo in die Ecke gestellt. Ja, es ist halt zu wenig für diese Einrichtung. Thema also verfehlt. Die Konkurrenz möchte das genau beobachten und nimmt im Land fein Platz. Ich mache heute mal den Job von Nicole. Und ich habe frische Blumen am Tisch. Und das machst du fast so wie sie. Während die Kollegen rumalbern, beginnt für Nicole der ernste Teil des Abends. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr bei uns seid. Zu meiner Rechten seht ihr heute unsere Marina, die Hallo, euch Marina. Durch den Abend führt. Und zu meiner Linken unsere Erika. Erika. Hallo. Hallo. Möchtest du die Speisekarte, Erika? Insgesamt bieten beide Lokalbereiche 46 Gerichte an, doch diese stehen in ein und derselben Karte. Also ich würde das generell trennen, würde auch der Wohnzimmeratmosphäre, dem Wohnzimmerstyle einfach eine andere Speisekarte geben. Weil es sind ja zwei verschiedene Räume. Und da würde ich auch entweder zwei verschiedene Karten oder so eine Highlight-Karte, die dieses Landfein anbietet. Und im vorderen Bereich, wenn der Touristen sagt, okay, komm, schnell was essen, eine Currywurst, eine Pizza und ein Kind nimmt Pasta, dann finde ich das in Ordnung. Ich will Schokolade. Wo hast du das? Ja, hier, beim Dessert. Ich will Schokolade. Du, dann genießt du das Privileg, der Einzige zu sein. Naja, also bei mir ist keine Schokolade in der Karte. Hast du hier den Bingo gezogen oder was? Verarschst du mich jetzt oder was? Nein, ich habe keine Schokolade. Wie viele Desserts hast du denn da? Hier. Vier. Rhabarber. Es gibt Rhabarber-Kompott. Also. Nummer drei? Sabayon, Paracotta, Schokolade, verschiedene Eiscremesorten und so Base. Nee, bei den anderen steht an der Stelle Rhabarber-Kompott. Doch wer von ihnen hat jetzt die richtige Karte? Nicole kann das hoffentlich beantworten. So, habt ihr schon was gefunden? Ja, wir haben was gefunden, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar sind wir gerade beim Dessert anbelangt. Und ich will Schokolade, wechseln das Tagesdessert. Und die haben alle was anderes. Oder die haben alle drei dasselbe, aber ich habe was anderes. Moment. Ja, ist die falsche Karte drin. Es tut mir leid. Oh, Victor hat sich zu früh auf Schokolade gefreut. Finde ich jetzt nicht mega scheiße. Es ist halt ärgerlich, wenn du dich darauf freust, wenn du ein Dessert ausgesucht hast, was du gerne essen möchtest. Und dann sagt die Bedienung, nee, du hast die falsche Karte. Es ist also diese Karte, die du hast, genau, mit dem Rhabarber-Kompott, das ist jetzt die aktuelle Karte. Ich finde, es ist schon ein Fauxpas, wenn dann drei andere eine andere Karte haben als einer. Und das ist für mich, na, ich nehme es auf meine Kappe. Ja, hätte nicht passieren dürfen, ist passiert, ich kann es nicht ändern, ja, meine Güte.
Das verzeihen ihr die Kollegen vielleicht noch, aber nur, wenn jetzt kein weiterer Fehler passiert. Ich hätte gerne die geräucherten Garnelen mit Kartoffelchips. Ja. Sind die Garnelen mit oder ohne Schale? Jetzt hast du mich, ne? Das war nicht mit Absicht. Ja. Nein, alles gut. Ich kann dir also das nicht beantworten. Also ich hätte sie gerne ohne Schale. Das tut mir echt leid. Also sehr ärgerlich. Die Garnelen sind aber erst heute Morgen halt geliefert worden. Und ich hätte sie angucken müssen, aber es ist mein Fehler. Normalerweise sollte man als Servicekraft da schon wissen, ob die Garnelen geschält sind oder nicht. Ja. Da kannst du Und als Chefin eigentlich erst recht. Ja. Können wir noch eine Pizza für alle haben? So eine in die Mitte? Ja, kann euch eine Pizza Mama anbieten. Die ist also dann mit nehmen wir. Tomaten und Rucola oben drauf. Ja, wenn ihr möchtet. Cool. Machen wir das. Ja, super. Ja, alles klar. Danke. Dankeschön. Na, die Blicke sagen alles. Es gibt bestimmt Punktabzug. Definitiv. Also ich würde es wahrscheinlich persönlich auch machen, gerade weil der Start so blöd gelaufen ist. Damit das Ventini im Rennen bleibt, muss jetzt die Vorspeise überzeugen. Carsten und Werner sind gespannt, was Robert zaubert. Moin, Robert. Moin. Dürfen wir dich kurz stören? Hallo. Dürft ihr. Herzlich willkommen erstmal. Danke dir. Hallo. Dein Reich hier. Genau. Ich zeige euch noch mal ein bisschen was hier. Und zwar, wir haben hier vorne das kalte Küche, kalter Bereich. Hier haben wir unsere Pizza-Ecke. Hast du einen Ofen? Wir machen die Pizza mit Konvektomaten. Okay. Und wir haben jetzt auch einen Pizzaofen. Den haben wir aber gerade hier weggeräumt, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Okay. Du wolltest schick machen heute. Der ist groß, ja, genau. Das ist ein großes Teil. Und wir haben die Pizza-Pasta-Manufaktur, Lieferung und Takeaway-Service. Mhm. Aber wir sind 500 Meter, 1 Kilometer vom Meer entfernt. Da würde ich gerne mehr Fisch haben als Pizza. Jetzt warte doch mal ab. Vielleicht kommt ja noch der Fisch. Ist das ein Konzept? Gehört das mit zu deinem Restaurant? Ja, weil wir gesagt haben, dass wir hier diese mediterrane Familienküche, das ist das Grundkonzept. Und haben wir dann gemerkt nach einem halben Jahr, dass halt viele Anrufe reinkommen. Können wir das abholen? Liefern Sie das? Ich glaube, das ist so ein Tribut an die Kindersituation hier, die natürlich auf eine andere Essenssituation auch ein bisschen warten. Und da ist er, glaube ich, mit einer Pizza ganz gut aufgestellt. Und hier hält Robert den Fisch versteckt. Na, zufrieden? Dann schnell wieder ins Warme. Brr. Wer bekommt denn das Lachs-Tatar? Ich glaube, der Viktor hat sich das gewünscht. Das ist gut, dann könnt ihr schon mal ein bisschen probieren nachher. Super. Robert, ist der Lachs geschuppt? Der Lachs ist nicht geschuppt, weil wir gleich die Haut runternehmen, weil wir die Haut noch nicht brauchen. Wenn wir Steaks und Schnitten verarbeiten, dann schuppen wir den vorher. Okay. Wir schuppen den komplett vorher. Schuppen nennt man Schuppen, das ist die Haut des Fisches oder dieses unangenehme Mund, was auf der Fischhaut drauf ist. Und Schuppen heißt, das Fischfilet einfach von seinen Schuppen befreien. Wer hätte es gedacht? Vorher filetiert Robert aber das gute Stück. Sieht gekonnt aus, oder? Das ist norwegischer Lachs. Ja. Prime-Qualität kriegen wir alle 2 Tage. Mhm. Zertifiziert bestimmt? Zertifiziert. Ja. Was machst du mit den Resten? Ich habe keine Reste. Wir machen, wenn das komplett filiert ist, die Karkassen, gehen wir aber mit einem Löffel drüber, du wirst das kennen. Mhm. Das nehmen wir für Mousen, für Farsen, für die Pasta. Mhm. Dann die Karkassen an sich benutzen wir den als Ansatz für Suppen, Soßen und halt als Fond. Also lohnt sich das für dich, ganze Lachse zu kaufen? Für mich lohnt sich das absolut, ganze Lachse zu kaufen, weil wir alles verarbeiten. Ja. Das finde ich gut. Das zeigt ja, dass er halt wie ein richtiger Koch denkt und agiert. Wirtschaftlich. Wirtschaftlich, ja. Wahrscheinlich, weil er sogar richtiger Koch ist. Egal. Was kommt jetzt? Und da machen wir jetzt unser Tatar von. Wie viel Gramm nimmst du immer dafür? Das sollten immer so 90 bis 120 Gramm sein. Fisch, reiner Fisch. Reiner Fisch. Mhm. Und den verwendet Robert fürs Tatar logischerweise roh. Moment, was macht er denn jetzt? Er schneidet. Warum hackst du das Tatar nicht? Ich schneide das Tatar, weil du dann halt nicht dieses matschige, mußige hast. Okay. Und ich möchte aber diese Konsistenz haben, dass du ein bisschen Biss drin hast. Okay. Und das erreichst du halt dadurch, dass du tatsächlich kleine Stücke hast und nicht einfach eine kompakte Masse. Das sind jetzt aber so Erfahrungswerte, weil ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Gäste gar nicht so ein größeres Stück rohen Fisch im Mund haben möchten. Genau, da muss man schon ein bisschen Vertrauen haben zu dem Koch seines Vertrauens halt. Und du zu deinem Lieferanten, oder? Und ich zu meinem Lieferanten. Aber wie du gesehen hast, ist das eine ganz tolle Ware. Ja. Und
Wenn die Gäste das einmal gegessen haben, dann sind die eigentlich auch davon überzeugt. Sogar Carsten ist hin und weg von der Vorspeise. Ich fand das jetzt, weil er keine Molkereiprodukte dazu verwendet hat, wie Creme Fraiche, so, fand ich es schön, weil man auch die Würfel sieht und drauf beißt. Das ist toll. Ja, schneiden, klar. Probier doch erstmal, bevor du dich zu weit aus dem Fenster lehnst. Na? Ja. Wahnsinn. Frisch, frisch. Mehr. Schön leicht butterig. Ah. Freut mich. Lieblich, super. Tolle Qualität. Jemand, der seinen Fisch kennt. Ja. Bist du im Grundfisch, Werner? Mhm. Mach's nicht so. Probier mal, Werner. Komm. Gib mir mal einen Löffel. Ja. Probier mal richtig. Nimm mal, wenn du nur ein Stück nimmst. Bei frischem Lachs kann da gar nichts passieren. Mhm. Merkst du das? Dieses Butter, das Meer, das Feine. Das cremig. Ja. Man konnte merken, die Liebe zu dem Produkt. Und das war, fand ich, auch ganz wichtig, auch von ihm so vermittelbar. Ja. Mensch, Werner und Carsten kriegen sich ja gar nicht mehr ein vor lauter Lob. Der Robert wirkt für mich patent in der Küche, weil er entschlossen von Qualität ist. Und die verkörpert er auch. In der Darstellung seiner Produkte, sei es das Lachs, sei es die Biogurken, sei es das Olivenöl, sei es das Meersalz, wirkt er für mich absolut kompetent in seiner Küche. Die Erwartungen sind so hoch wie nie zuvor. Hoffentlich kann Koch Robert die auch erfüllen. Was ist das? Das ist ein Pastasegel. Das sind unsere Lasagneblätter. Richtige Lasagneblätter? Richtige Lasagneblätter. Die man so kaufen kann? Nee, die haben wir selber gemacht. Aha, okay. In Rapsöl werden die gebacken. Bitte schön. Oh, ein Traum. Darf ich? Das ist für dich. Lass es dir schmecken. Und lecker? Also ich muss dir sagen, der Victor ist zu beneiden. Der kann sich auf sein Essen freuen. Die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt hoch. Bei mir zumindest. Also wer so die Latte so hoch legt, mit diesen Produkten zu arbeiten. Muss man natürlich sehen, ob er das auf alle Gerichte also irgendwie umsetzen kann.